Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einmal erzählen, ob ich denn Heimweh nach Alanya habe. Heimweh in die Türkei oder nach der Türkei nach Alanya. Ich glaube, das hört sich grammatikalisch besser an. Oder grammatisch. Oh mein Gott, man vergisst die deutsche Sprache, ne? Wie geht es mir und ja, was betrachte ich denn jetzt tatsächlich so auch als mein Zuhause so sehr, dass ich sage, ja, ich habe tatsächlich Heimweh. Und ist es denn Alanya, wonach ich Heimweh habe? Oder fühlt man sich, je länger man bleibt, eigentlich hier dann auch wieder zu Hause? Und wie ist das Ganze im Moment? Ich hatte ja gestern, glaube ich, schon ein Video hochgeladen, wie die Gefühlslage ist so. Und heute möchte ich einfach mal sagen, ob ich Heimweh nach Alanya habe. Heimweh ist das falsche Wort. Ich glaube, Sehnsucht, ja, das ist, nee, Sehnsucht ist es nicht. Es ist einfach, ein bisschen höher stellen hier. Es ist, ich glaube, es ist eher so die Sehnsucht nach dem Gewohnten, was ich so in den letzten anderthalb Jahren ja mir so ja, angewöhnt habe. Ja, ich habe ja auch, wenn ich sehr wechselhaft in meinen Gefühlen und in meinen Gewohnheiten bin, ja, ich mache ja immer wieder irgendwas ganz anders in meinem Leben und das möchte ich ja auch. Ich möchte mich immer verändern, ich möchte mich immer wieder herausfordern, auch was die Lebensumstände betrifft, weil ich das wichtig finde, dass man aktiv bleibt im Kopf und auch körperlich und dass man sich immer wieder neue Aufgaben im Leben stellt. Und das ist sehr wichtig, finde ich, damit man nicht einschläft, damit man nicht langweilig wird, damit einem auch nicht langweilig wird. Aber trotzdem und trotz allem, ich ja auch gerne hier bin und meine Familie hier ist, könnte man ja meinen, dass ich tatsächlich so Sehnsucht nach Alanya habe. Und ich glaube, es ist nicht der Ort, nach dem ich Sehnsucht habe. Das hat sich so ein bisschen hier herauskristallisiert. Es ist nicht das schöne Wetter, nach dem ich Sehnsucht habe. Es ist auch nicht so die Türkei an sich, nach der ich Sehnsucht habe, gerade im Moment. Das ändert sich bestimmt, je länger ich hier bleibe. Sondern es ist eher so das Gewohnte, glaube ich, nachdem ich mich sehne. Ja, so die Hunde, der tägliche Ablauf, den ich habe. Und es ist auch nicht, sind auch nicht die Hunde, nach denen ich mich sehne. Also natürlich ist es schön, wieder in meine Kanga-Gesichter blicken zu können, aber ich habe da andere Gefühle zu diesen beiden Hunden, als ich das vielleicht zu Miley hatte. Ja, das sind schon andere Dinge. Da kriege ich vielleicht auch noch mal ein Video. Da habe ich ja auch schon mal so ein Video drüber gemacht. Das hat sich, das zeigt sich ja auch, das ist ganz anders. Aber es ist so, glaube ich, dass das ist, was man so in den letzten anderthalb Jahren halt gemacht hat. Und dass man sich nach dieser Ruhe und nach diesem täglichen Trott, nach diesem Alltag, den man da hat, zurücksehnt im Moment, ja. Weil es ja hier doch alles sehr durcheinander war, in der letzten Woche auch. Und es mitnichten ja einen Alltag gab hier. Es war ja einfach nur überall immer irgendein neues Chaos und neue, viel, viel Arbeit auch und viel, viel Ungewohntes auch, viel Neues und etwas, was man ja sonst auch nie irgendwie macht. Ja? Das, glaube ich, bedeutete auch viel für mich gerade, der eigentlich eher so ein Mensch ist, der gerne zu Hause ist und nicht so viel Brimborium mag, so mit so vielen Leuten und so, das ist schon für mich sehr anstrengend gewesen, das kann man glaube ich sagen. Und dass man dann sich da nach dieser Ruhe, die ich ja allein in den letzten anderthalb Jahren da eigentlich hatte, bis auf die letzten Monate, die waren ja auch sehr wechselhaft, wie ihr wisst, hatte ich ja auch wirklich mit den Kindern, trotzdem ich sie auch lieb habe und mich gefreut habe, dass sie gekommen sind, ist es ja aber trotzdem etwas anderes dann wieder, ja. Es ist ja wieder ein anderer Alltag, den man dann hat, ne? Man unternimmt viel, man fährt viel weg, und das ist ja auch sehr schön. Ich habe mich auch wirklich riesig darüber gefreut, aber letztendlich ist es ja doch wieder ein Herausreißen aus meinem täglichen Trott gewesen. Und dementsprechend war auch das natürlich für mich sehr aufregend, sehr schön eine Aufregung. Jetzt war es ja sehr negativ alles hier, also sehr, es war negativer Stress, das muss man einfach auch so sagen. Natürlich Hochzeit und so alles schön und gut, aber es ist ja trotzdem sehr anstrengend, ja. Und
mit sehr viel Anforderungen auch, die man dann auch hat, ja, an sich selbst, aber auch andere an einen haben und auf Erwartungen auch, die dann eingestellt werden und die ich ja auch dann an andere habe. Das ist alles mit sehr viel Stress verbunden. Das war natürlich in Alanya ja nicht. Da hat man sich einfach nur die Familie genossen, hat sich mittreiben lassen in dem Urlaubsgeschehen, was man da hatte. Und das war ja eine sehr schöne Aufregung. Aber auch schön Aufregung ist anstrengend, finde ich. Und war ja dann schon, fing ja schon an, als mein Mann kam mit den mit dem Umbau vom Pool und von der Ecke, die wir da gemacht haben, in der wahnsinnigen Hitze, ja, die dann dieses Jahr uns auch alle belastet hat. Das kam ja alles dazu und hat alles nochmal getoppt auch. Und der Stress fing ja schon, ich habe geguckt, Mitte, Anfang Juli an, ja, zog sich dann ja über 3 Monate. Und seitdem ist ja dieses tägliche Einerlei, will ich mal behaupten, was ich in Alanya hatte, gar nicht mehr existent gewesen. Aber trotzdem ist es eben etwas, woran ich mich in den letzten Jahren, inklusive der Aufregung mit den Familien oder mit meiner Familie, wenn die kommen, dran gewöhnt habe. Und das ist etwas, das ist Alltag für mich, ja. Und es ist ja auch ein sehr schöner Alltag. Mir gefällt es sehr gut in Alanya, trotz der Punkte, die ich manchmal zu bemängeln habe. Und es gibt ja auch gute Gründe, warum ich hier weggegangen bin, ja, weil es eben doch alles sehr anstrengend ist hier und mich teilweise wirklich überfordert hat. Das ist im Moment aber auch gar nicht mehr. Also diese ganzen Punkte, die damals mich dazu veranlasst hatten zu gehen, die sind nicht mehr existent. Also wir haben das Haus jetzt abgegeben, privat. Und wir sind jetzt sozusagen jeder in seinem eigenen Reich. Jedes Kind hat seine Wohnung, seinen eigenen Lebensbereich, seine eigenen Aufgaben. Und ich bin quasi im Moment raus aus dem ganzen Stressgeschehen. Ja. Für mich ist es jetzt einfach nur noch Mama sein, Oma sein bei meinen Söhnen. Wie gesagt, im Moment bin ich hier. Ich hätte auch noch mal, stand so ein bisschen auch auf der To-Do-Liste, vielleicht noch mal so ein bisschen zu den anderen Kindern zu gehen. Ich hatte auch überlegt, kurz noch mal zu meiner Tochter zu fahren und sie zu besuchen. Aber ich glaube fast, das mache ich nicht mehr, weil ich wirklich, ich bin wirklich kaputt. Ich kann nicht mehr. Ich muss einfach jetzt mal nichts machen, vielleicht für ein paar Tage. Aber dann steht wieder mein Weg nach Alanya auf dem Plan. Also insofern, ich habe keine Ahnung, wie es mich weiter, wohin es mich weiter verschlägt, aber es ist im Moment so, würde ich mal sagen, dass ich, nein, Heimweh ist verkehrt, ich habe kein Heimweh nach Alanya, wirklich nicht, aber eine Sehnsucht nach der Ruhe, die dann jetzt wahrscheinlich da auch herrscht, ja, also mein Haus, meine Hunde, die natürlich damit zugehören, ja, mein Alltag, den ich da habe, ja, ab und zu nach unten gehen, wieder nach oben, arbeiten, essen, trinken, arbeiten, drehen, schlafen, so, nach einem Alltag, der so voraussehbar ist, ja, also ich weiß genau, Allah ist in Wissen, natürlich so, Gott will immer vorausgesetzt, was am nächsten Tag passiert, ja, also ich weiß, es kommt hier nicht, so Gott will, natürlich dazwischen, was jetzt mich wieder sehr stressen würde, sondern es ist einfach alles vorhersehbar gleich. So, danach habe ich so ein bisschen Sehnsucht, dass nicht andauernd wieder Neuigkeiten kommen. Und das garantiert einem ja aber auch niemand, ne? Dass das da so sein wird. Da ist ja auch immer wieder irgendwas anderes. Deswegen glaube ich, eine Sehnsucht nach einem immer gleichen Dasein kann man gar nicht haben, weil es ja nicht vorhersehbar ist, was passiert am nächsten Tag. Aber im Moment fühle ich mich hier so ein bisschen wieder herausgerissen. Wir sind ja gestern aus dem Haus ausgezogen und das ist wie so ein Kaffee, den du kochst, so ein türkischer Mokka, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann sind ja die ganzen Kaffeepartikel einmal vermischt, wenn er frisch gekocht wird und wenn du ihn ins Glas gießt und dann muss es sich ja so setzen, der Kaffeesatz. Und ich fühle mich gerade so wie aufgewirbelt, ja, wie frisch in das, in die Tasse hinein geschüttet und weiß nicht so recht,
wo ich jetzt hier hingehöre und wo ich hin möchte und wo ich auch bleiben möchte. Und dementsprechend sehnt man sich schon danach, ja, wieder in mein Haus zu kommen, meinen Geruch zu fühlen, mein alles, ja, es ist halt, ich kenne jeden Stein, jeden, ne, ihr wisst, was ich meine, alles, was da ist, ist eben meins, ist mein gewohntes Umfeld und danach sehne ich mich gerade zurück, ja, das muss man schon sagen. Also es ist aber nicht der Ort, wie gesagt, Alanya und auch nicht die Türkei. Ich finde Deutschland tatsächlich im Moment noch als sehr angenehm, empfinde ich auch als sehr angenehm, weil vor allen Dingen auch das Wetter, so schlecht es auch sein mag, schon erfrischend ist, ja. Du musst dich zwar kalt anziehen, warm anziehen draußen, aber du hast immer so ein, du kannst immer richtig frisch durchatmen, ja. Die Lunge ist immer gut durchlüftet und das ist tatsächlich sehr angenehm, ja, wenn man so lange in so einer drückenden Wärme gelebt hat. Und bin ja jetzt nicht viel draußen gewesen, das machen wir vielleicht heute mal. Dann gucke ich mal, wie mir das hier gefällt. Ich bin ja jetzt hier, wie gesagt, in Hamburg-Allermöhe. Das ist ein bisschen außerhalb, also ist am Randgebiet von Hamburg und hier ist auch sehr viel Grün und nochmal ein ganz anderer Menschenschlag, der hier lebt. Das ist ein anderes Umfeld. Ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen runterkommen, habe ich vor. Und dann gucke ich mal so, wie ist das Heimatgefühl? Eher Deutschland, eher Alanya, aber ja, nein. Also ich dachte, ich hätte tatsächlich größere Sehnsucht nach Alanya und das habe ich gar nicht. Ja? Es ist nicht der Ort, nach dem ich mich sehne und es ist auch auf gar keinen Fall die Hitze, die da weiterhin ist, ne? Weiter 27, 28 Grad dort, sondern es ist einfach so, ja, das nach Hause kommen, ja, man kommt einfach nach Hause und ich glaube, das ist das Schlüsselwort. Alanya ist für mich, Entschuldigung, mein Magen krummelt, mein Alanya ist für mich nach Hause kommen. Es ist mein Zuhause geworden in den letzten anderthalb Jahren und es ist ein schönes Zuhause, Alhamdulillah, und ein Ort, wo ich mich wohlfühle, also mein Zuhauseort, ja, nicht unabhängig von der Türkei. Und ich hätte auch gedacht, ich sehne mich mehr zurück nach dem türkischen Umfeld. Das ist auch nicht der Fall. Ganz komisch. Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl hier gerade in Hamburg und in der Wärme meiner Familie. Ja, es ist immer sehr schön, wenn man ja, seine Familie, Alhamdulillah, hat. Ja. Kinder, Schwiegertöchter, Enkelkinder, das sind, es ist halt meine Familie und da drin sich geborgen fühlen zu können, egal was passiert, ja, du bist immer aufgefangen, auch wenn es vielleicht viele Schwierigkeiten auch immer mal gibt, ne? Aber du, jedes Problem, was wir in der Familie haben und was oft große Probleme sind, lösen wir Alhamdulillah gemeinschaftlich und mein Problem ist dein Problem ist mein Problem und auch wenn wir mal meckern, keinen Bock haben oder so, so halten wir doch alle immer Alhamdulillah zusammen, was natürlich das Stresspotenzial enorm nach oben levelt, weil gefühlt bei uns immer Stress ist, ja, es hat immer irgendjemand irgendwas, was gemacht werden muss und das bedeutet ja dann immer, dass auch alle immer irgendwas mit irgendjemandem zu leiden haben, zu tun haben, mit irgendwas von uns beschäftigt sind, mit Dingen beschäftigt sind, die eigentlich mit einem selbst nichts zu tun haben. Und das Potenzial an Stresslevel oder an Problemlösungspotenzial ist ja so groß bei uns, ne? Und das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend für alle, nicht nur für mich. Aber ja, ihr seht ja unsere Jungs, die sind immer gut drauf, also haben wir nicht immer, ne? Aber die versuchen immer mit viel Lachen, mit viel Spaß die ganze Sache anzugehen und inshallah meistern wir da alles auch. Aber es ist, nein, ich hätte wirklich gedacht, ich würde mich mehr nach Alanya sehen und nach der Türkei sehen, aber ich würde auch gern weiterhin, ja, es ist schon, dass es schöner ist, also das würde ich schon sagen, also es ist schöner, ein schöneres Lebensgefühl dort, also, aber es ist nicht so viel schöner, dass ich mich da so sehr nach zurücksehne, nach dem Alanya, ne, als Ort oder Türkei als Ort. Ich glaube, dass es für mich auch gar nicht so wichtig mehr ist. Das war mal wichtig für mich, aber man hat halt alles so,
in den letzten anderthalb Jahren oder eigentlich ja auch schon in den letzten Jahren in Alanya hat man alles schon erlebt und es auch als Alltag erlebt. Ich glaube, das kommt auch nochmal dazu. Es ist für mich nichts, wonach ich mich sehnen muss, weil ich es ja über viele Jahre gelebt habe. Meer, tolles Wetter, ein anderes Umfeld, die Türken an sich, die ja ganz anders sind als die Deutschen. Nicht, das kann man auch nicht mit den Deutsch-Türken vergleichen. Deutsch-Türken sind schon eher ein gutes Mischmasch. Ja? Die haben ihre türkische Kultur total verinnerlicht und leben sie ganz extrem, auch hier in Deutschland. Aber sie sind auch sehr deutsch geworden. Das muss man einfach auch sehen, auch wenn sie es nicht so zugeben wollen. Ja? Und dieses Mischmasch ergibt einen Menschenschlag, der in der Türkei gar nicht existent ist. Ja, die Türken, die einheimischen Türken, die nie in Deutschland waren, sind wirklich ganz anders und sie sind auch ein ganz anderer Menschenschlag. Das muss man so sehen. Und diese Türken dort zu erleben, ist schon schön. Ja, auch das Durcheinander da und das nicht so genaue und nicht so auf den Punkt und ohne Regeln so ein bisschen gefühlt leben. Natürlich gibt es da sehr strenge Regeln, ja, das darf man auch nicht vergessen, aber es wird halt immer so ein bisschen in die eine oder andere Richtung ausgelegt. Das ist schon schön, ja, aber das ist es nicht, wonach man sich sehnt, sondern ich sehne mich einfach, glaube ich, nach der Geborgenheit meiner Familie und top das Ganze im Moment so ein bisschen, dass es die Sehnsucht nach Alanya verdrängt. Mag sein, dass es das ist. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.